Hier sehen Sie den Zweistoppflug Santiago, Mexiko, LA, Sydney, wie er in der heutigen Zeit stattfindet. Er ist 21.123 Kilometer lang. Wenn es einen Non-Stop-Flug Santiago-Sydney damals gegeben hätte, wie wäre dieser wohl verlaufen? Und wie hätten die Kartografen diesen wohl eingezeichnet? Doch wohl nicht diese idiotische Flugroute, wie sie uns als Non-Stop-Flug auf der Kugelerde präsentiert wird und der nur 11.363 Kilometer lang sein soll.